Radio SAW deckt auf. Die kleinen Geheimnisse des Alltags. Das stimmt absolut. Diese Betten haben nichts mit dem allgemein so fasten Bockspringen aus dem Sportunterricht zu tun. Und es handelt sich auch nicht um eine besonders lebhafte Art von Liebesleben. Boxspringbetten kommen ursprünglich aus den USA und wurden dort insbesondere in Hotels aufgestellt und kamen zum Beispiel auch in der ersten Klasse der Titanic zum Einsatz. Deshalb wird das Boxspringbett auch amerikanisches Bett oder Hotelbett genannt. Seinen Namen verdankt das Boxspringbett seiner speziellen Unterkonstruktion und das bedeutet so viel wie Federkastenbett. Hier gibt es keinen Lattenrost, auf dem die Matratze liegt, sondern hier gibt es einen Holzrahmen mit einem Taschenfederkern. Darauf liegt dann die eigentliche Matratze und darauf dann eventuell noch der sogenannte Topper. Damit ist das ganze Teil angenehm hoch und erleichtert so das Aufstehen. Die Taschenfederkerne in der Box und der Matratze passen sich den Körperkonturen flexibel an und dadurch gibt es auch eine entspannte Liegeposition. Aber wie bei vielen Dingen gilt auch hier, erstmal ausprobieren, das lohnt sich definitiv. Radio SAW deckt auf, gibt's auch als Podcast und zum Nachhören in unserer App oder auf radiosaw.de.